Ja, das ist ein interessanter Weg, ne? Also, das ist der Weg. Aber der Tümpel hier ist hier nicht erst seit gestern. Es gibt hier schon einen kleinen Trampelpfad, der außen rum führt, der schon richtig ausgetrampelt ist. Also da bin ich nicht der Erste, der auf die Idee kommt, dass er da vielleicht nicht durchlaufen möchte. Ja, im Winter funktioniert das wahrscheinlich tatsächlich. Aber dieser Tümpel, der ist da wirklich nicht erst seit gestern. Der ist da wahrscheinlich jedes Jahr. Da können Sie mal Ihre Wegmarkierungen eigentlich ein bisschen aktualisieren, finde ich. Ja, das ist die Landschaft aktuell. Gerade habe ich eine schöne Passage mit jede Menge Bohlenweg, also das ist die Zurückrichtung. Da hinten gibt es auch noch jede Menge Bohlenweg, da bin ich hergekommen. Und die haben wir jetzt zwischendrin auch mal einen Wegweiser. Der war zwar etwas schwierig zu lesen, musste erst rumlaufen, um rauszufinden, welche Richtung es wirklich weitergeht. Aber hier geht's lang und das ist tatsächlich kombinierter Sommer-Winterweg. Steht auf dem Wegweiser sogar drauf. Und aus irgendwelchen Gründen hat jemand an der Stelle ein Feuer gemacht. Ja, und so langsam kriege ich auch ein Gefühl dafür, warum ich hier bin. Das ist hier ein Platz, der gefällt mir sehr gut. Noch so mit den letzten Bäumen. Wald kann man schon nicht mehr nennen. Guck, Wald gibt es da unten noch. Das kann man schon noch so bezeichnen. Hier ist es schon kein Wald mehr, also kein geschlossener. Hier haben wir schon kein Mikroklima, kein Bestandesklima mehr. Das heißt, wir befinden uns jenseits der Waldgrenze, aber noch innerhalb der Baumgrenze. Dieser Kamerawinkel hier ist mein trauriger Versuch, die Windgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren. Ich wage ja zu bezweifeln, dass das funktioniert. Egal, ich versuche es jetzt trotzdem mal. Habe hier jetzt gerade ein ziemliches fieses Stück hinter mir mit doch sehr viel Matsch und Schneefeldern und überschwemmten Stellen. Hab gedacht, ich muss schon fast die erste Flussquerung machen, habe dann aber doch noch eine Stelle gefunden, wo ich drüber hüpfen konnte. Und ja, das waren jetzt 4 Kilometer, für die ich ja doch jetzt einiges an Zeit gebraucht habe, fast 2 Stunden. Habe ich ja daheim schon mal erzählt gehabt oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Es gibt halt Landschaften und Bedingungen, bei denen kann man froh sein, wenn man mit 2 km/h vorwärts kommt. Und das ist tatsächlich hier und heute jetzt mal der Fall. Ja. Aber jetzt kommt, glaube ich, ein einfacheres Stück. Und dann bin ich unten am Fluss. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, unten am Fluss für heute dann auch mal Schluss zu machen. Frage ist halt, ob ich da überhaupt einen Zeltplatz finde. Wenn
Wenn nicht, dann mache ich nochmal Pause. Ich mache heute wirklich ganz viel Pause. Immer mal wieder Pause, Pause, Pause. So wie jetzt. Und dann gehe ich halt nochmal ein Stückchen weiter. Bis ich halt eben mein Plätzlein für die Nacht finde. So ist der Plan. Nochmal Aussicht. So, auf dem Weg zu Fluss samt Brücke ist mir eingefallen, dass ich ja eigentlich Angst haben könnte, dass die Brücke gar nicht existiert, weil ich zu früh dran bin und saisonale Brücken unter Umständen noch nicht aufgebaut sind. Ist so in Jotunheim, wenn man da zu früh kommt, dann hat man keine Brücken, dann kann man wieder gehen. Habe ich hier aber jetzt nichts von gelesen, dass das so ist und bin deshalb davon ausgegangen, mal blauäugig, dass das alles funktioniert. Und siehe da, tada! Also wenn das keine stationäre Brücke ist, dann weiß ich auch nicht. Die ist ziemlich, auch bei starker Schneeschmelze, nicht kaputt zu kriegen. So, zweite schöne Überraschung. Hier gibt es eine Infotafel. Die stand auch auf der Karte. Das hat mich von daher jetzt nicht so schockiert. Schön an der Infotafel ist aber, dass die auch ein prima Wetterschutz ist. Und gerade hat es ein kleines bisschen geregnet. Eigentlich kaum der Rede wert. Aber ja, was soll's. Wenn ich mich schon unterstellen kann, dann mache ich das auch. Ich werde noch früh genug gut nass. So, was es auch noch gibt, ist ein sogenanntes Windschutz-Shelter. Das ist die reinste Luxushütte, ne? Also das ist so ein richtig kleines, luxuriöses Miniatur-Shelter. Würden auch zwei Leute, drei Leute reinpassen. Einer hockt schon drin. Ich will mich aber nicht dazu hocken. Und damit hat sich das Teil für mich erledigt. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil der Platz hier, an dem ich jetzt eigentlich gerne bleiben würde, weil er eigentlich so ganz schön ist, hat nämlich den Nachteil, ich finde hier, abgesehen von in diesem tollen Shelter, keinen wirklich guten Schlafplatz. In der Nähe von dem Shelter gäbe es auch noch eine Stelle, wo man sehr gut ein Zelt aufstellen könnte, habe ich auch schon gesehen. Aber auch das kommt nicht wirklich in Frage. Und da ich jetzt noch nicht völlig fertig bin, ich habe auch keine Lust, noch völlig fertig zu werden, aber da ich doch schon noch ein bisschen Kraft übrig habe, habe ich beschlossen, ich gehe jetzt noch ein ganz kleines bisschen weiter. Bin dann mal provisorisch über die Brücke marschiert und habe festgestellt, das kann man im Zoom, glaube ich, auch ganz gut erkennen, die Brücke endet leider im Wasser. Tolle Brücke, ne? Die soll doch über das Wasser führen, nicht in das Wasser. Und an der Stelle ist es tatsächlich so tief, da ist die erste Querung angesagt. Da muss ich also meine Wartschuhe anziehen und warten. Also durch. Ja, und das mache ich jetzt gleich, weil jetzt bin ich auch motiviert, das dann entsprechend filmisch zu dokumentieren. Da habe ich dann wahrscheinlich, wenn ich das mitten auf dem Weg machen muss, irgendwann dann keine Lust zu. Deswegen, ja, machen wir das gleich. Jetzt kommt auch die Sonne wieder raus. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich da drüben auf der anderen Brückenseite wahrscheinlich irgendwo relativ bald ein Zeltplätzchen finden werde. Ist leider alles relativ feucht, eben durch den hohen Wasserstand, den der Enan hier gerade hat. Ja, aber gucken wir mal. Meld mich wieder, wenn ich im Wartmodus bin. Unschwer zu erkennen sein dürfte, ist hier trockenen Fußes kein Durchkommen. Und deswegen kommen wir halt nassen Fußes durch. Aber natürlich nicht nassen Stiefels, das wäre ja doof. So, jetzt machen wir da gar nicht erst halbe Sachen, sondern machen gleich ganze Sachen, weil das sieht mir wirklich ziemlich tief aus. Da kann ich die Hose gleich auch ausziehen. Ich will ja auch keine nassen Hosenbeine haben. Sinnvollerweise macht man das gleich immer ohne Hose. So. Tut meinen Füßen, glaube ich, jetzt auch ganz gut. Bin übrigens 11 Kilometer bin ich heute gelatscht. Aber darunter halt eben auch 2 bzw. 4 echt fiese. Die hatten es in sich. Und das im total übermüdeten Zustand. Und ich will mich heute auch nicht fertig machen. Ich bin ja noch nicht am Ende. Ich könnte jetzt also schon noch mal eine Stunde weiterlaufen. Auch 2, wenn es sein müsste. Aber gut, es muss ja nicht sein. Und deswegen
lassen wir es sein. So. Zack. Und da das hier eine relativ gemütliche Stelle ist, kann ich auch ruhig mehrfach laufen, bis ich alle Ausrüstung drüben habe. Da mache ich mir jetzt überhaupt keinen Stress, da muss ich jetzt nicht alles auf einmal mitschleppen. So kalt ist das Wasser dann auch nicht. Hat eine Weile gebraucht, meinen Gürtel aufzukriegen. Der hat so einen bescheuerten Klemmverschluss. Teilweise klemmt er dann so sehr, dass man gefühlte 10 Minuten die Hose nicht auskriegt. Ja, es gibt Situationen, da ist das höchst unpraktisch. Zum Beispiel, wenn man einen Fluss durchwaten möchte. So, Wartschlappe 1. Wartschlappe 2. Spannend, nicht? Nein. Bin noch am Experimentieren, wie ich meine Stiefel am besten binde. Wasserdicht sind sie schon mal. Da hatte ich reichlich Gelegenheit zum Testen. Zeige ich euch mal Gelegenheit. Alle Ausrüstung wird irgendwann mal vorgezeigt. Ich bin ja jetzt noch ein Weilchen unterwegs. So, jetzt gehe ich erstmal zum Testen ohne alles und ohne Jacke. Ja, und am besten auch noch ohne Hemd, weil da ist mein Handy noch drin. Das muss ich jetzt dann auch demnächst mal anderweitig verstauen. Das werde ich die nächsten Tage nicht brauchen. Für die Anreise war es noch wichtig. So, gehen wir mal schauen, wie das da ausschaut. Hose ausziehen hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich brauche auch nicht zwei Stück. Immer etwas schlauer jetzt. Grundsätzlich gilt, zu vorsichtig kann man ohnehin nicht sein. Also ruhig fünfmal laufen, wenn es sein muss. Mir fällt gerade ein, ich hätte ja noch dazu sagen können, dass man diese Schuhe deswegen braucht, damit man sich die Füße auf keinen Fall verletzt. Das hätte ich wirklich noch dazu sagen können, ja. Letzter Gang. Stöcke mitnehmen, Rucksack habe ich auf, wie man hoffentlich sieht. Die Wassertemperatur beträgt übrigens erwartungsgemäß 4 Grad. Schneeschmelzwasser. Kälter geht eigentlich nicht mehr. Huhuhuhu. Ja, erfrischend ist es, aber es frieren einem da so schnell die Füße ab. Eieiei, ich traue mich jetzt nicht mit der Kamera groß rumzuspielen, nachher fällt sie runter und ist weg. Das wollen wir ja nicht. Ist übrigens der Rand hier, das Ufer ist extrem rutschig. Da muss man dann doch vorsichtig sein. So, geschafft und jetzt nochmal ein Blick von dieser Seite. Und ja, jetzt gehe ich erstmal schnell schauen, ob ich nicht vielleicht da einen Zeltplatz finde. Das sieht irgendwie verlockend aus, weil da so ein kleiner Weg hinführt. Da gucke ich doch jetzt mal gleich direkt noch ohne Hose.